Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, The Minish Cap. Letztes Mal haben wir uns das vierte Element geholt, das Windelement. Und ja, eigentlich führt unser Weg jetzt weit nach Schloss Hyrule. Allerdings werden wir vorher nochmal schnell zum Telluria-Wald fliegen. Denn der Tyrop müsste jetzt schon langsam fertig sein. So, am ältesten vorbei, oder können wir kurz gucken, der... Naja, wir kennen die Fragmente verein. Okay, jetzt nehmen wir schnell die Pegasus-Stiefel. Geht schneller. Nein, keiner will. Gut, hier ist das Fasshaus. Ach, da wächst er. Jetzt haben wir den gelben Tyrop freigeschalten. Juhu, der gelbe Tellurianer blüht. Das haben wir dir zu verdanken. Danke. Wir wollen neue Tellurianer-Sorten züchten. Dazu benötigen wir Gongolwasser. Der Gongolberg ist weit weg. Wer könnte es uns bringen? Ja, natürlich wir. Natürlich mal wieder kein grünes Fragment dabei. Egal. So. Dann machen wir uns mal wieder groß. Dann hier lag mal wieder. Und da ist der Baumstumpf. Mal kurz gucken, was kürzer wäre. Direkt auf den Berg rauf oder? Ja, nehmen wir den. Müssen wir ein bisschen noch den Berg runterspringen. Ich glaube, will mich weiter links dafür halten. Ja, hier geht's nämlich, hier geht's nämlich schneller. Da ist auch schon das Gongolwasser. Und rein da. Ich nehme schon mal an, ich lasse mal die Pegasus-Stiefel ausgerüstet, damit ich da mal durchrennen kann. Und Gongolwasser. Und denselben Weg wieder zurück. Und unterwegs einfach mal einen Rubin einsammeln. Warum nicht? Dann dasselbe Spielchen nochmal. Und wieder zum Fasshaus. An den Binnenstür vorbei. Und dann die Gleiter runter. Hey, wir haben die neuen Türe gebracht. Das Gongolwasser meine ich. Wir wollen natürlich andere Sorten züchten, dazu benötigen wir Gongolwasser. Der Gongolberg ist weit weg, wer könnte es uns bringen? Hey, was hast du da? Ist das nicht Gongolwasser? Ist das für uns? Ja. Wunderbar, danke. Jetzt können wir aber wieder forschen. Wenn der Tyroleander blüht. Ja, und jetzt heißt es halt wieder warten. So.
Okay. Dann will ich jetzt als nächstes erstmal wieder zu dem Windmal an der Schmiede von Onkel Alberich. Weil ich will noch was kurz überprüfen. Karina ausgerüstet und los geht's. Ich will noch mal kurz mit Tingle quatschen. So, oh, da hat man noch Fragmente. Das haben wir sehr, sehr gut. Oh, das wird, glaube ich, wieder ein Monster. Ja. Ja, sie passen perfekt. Jetzt kann ich eine Fee werden. Das zweite Fragment passt auch. Juhu, jetzt werde ich eine Fee wie du. Ich werde eine Fee, ganz bestimmt. Tingle, tingle, Meer und Sand. Juhu. Okay, eigentlich... Ach doch, du musst noch 49 Glücksfragmente finden. Es gibt noch viel zu tun. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt wirklich... Also, dass ich jetzt einfach bloß noch halt Gras zerhauen muss, bis ich 49 grüne Glücksfragmente gesammelt habe, sondern... So, mit so vielen Leuten kann man halt noch Fragmente vereinen. Stopp. Ja. Gut. Dann werde ich mir jetzt erstmal von Terry. Ja, diesen den grünen Tyrop holen. Und dann nach der Aufnahme hier ein bisschen mysteriöse Muscheln farmen. So, kaufe ich mir gleich zweimal. Tut mir leid, orangefarbene Tyro passt schon. Tut mir wirklich leid. Ich glaube, Terry ist farbenblind. Okay. Ach ja, bei Emil kann man noch bis jetzt was Neues lernen. Nanu, dieser Mantel. Du bist doch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Techniker trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. So sei es. Ich werde dich nun die Technik der Sturzattacke lehren. Zieh den Greifenmantel an. Rüste dich mit dem Schwert aus. Spring hoch in die Luft. Zücke das Schwert am höchsten Punkt des Sprungs. Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Ja. Höchst erfreulich, dass dein Verstand so schnell arbeitet. So schnell arbeitet. Doch Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also die Marionettentechnik von Meister Magnus. Sehe und staune. 1, 2, 3. Marionette nun sei. So, und versuche es selbst. Zieh den Greifenmantel an, springe hoch in die Luft und zücke das Schwert am höchsten Punkt in der Luft. Okay, das kriege ich hin. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwertechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast die Sturzattacke erlernt, mit voller Kraft vom Himmel herab. So, es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Jetzt kommt es darauf an, dass du die Techniken selbst weiter übst. Ich würde nochmal ganz kurz das Gebiet hier neu laden. Nee, okay, keine Fragmente. Gut. Dann als nächstes... Ja, gehen wir doch mal da rein. Dazu macht man sich hier... Macht man sich hier klein. Nö. Und dann kann man da rein. Hier muss man halt aufpassen, dass man nicht von den Küken gefressen wird. Du willst Fragmente vereinen? Gaga. Oh, sehr gut. Endlich mal ein Fragment zu haben.
Das passt perfekt, Kikeriki. Okay. So. Oh, kann man hier noch was machen? Nö. Gut, dann machen wir uns ja groß. So, was können wir denn noch machen? Hast du hier irgendwas Neues? Nee. Haben wir eigentlich schon mit Din? War Din die wir noch nicht haben? Muss ich mal kurz nachgucken. Fragmente hier. Nairo meint, ne. Das war Nairo, der haben wir anscheinend schon. Gucken wir mal bei Din vorbei. Ups. Ah, das ist eine Wand. Ich gehe rein. Die haben wir auch schon. Oh ja, er hat doch was. Natürlich ein grünes, das kann ich haben. Ich bin reich und Sammler. Wie so viele Reiche. Okay. Na, aus dem Weg, Wache. Ah, mit ihr brauchen wir müssen wir noch. Sehr gut, hier bitte. Und damit haben wir jetzt noch in der Geheimwelt von Tabantan so ein Schmetterling freigeschalten. Was ich mich gerade kurz frage, haben wir eigentlich... Oh, anscheinend. Gut. Ups. Dann geht's jetzt in die geheime Welt von Tabanta und wir holen uns den Schmetterling. Der müsste ja irgendwo sein. Auf der Karte. Oh. Hier. Du stirbst mal schnell. Komm her. Ein Glücksschmetterling. Jetzt kannst du schneller graben als vorher. Okay. Gut. Ja, dann werde ich jetzt nochmal dann schnell an den Ort gehen, an dem ich dann die Muscheln farmen werde. Jetzt zwar nicht am Hyliasee, sondern hier etwas weiter links. Und zwar auf der Lon-Lon-Farm, weil hier halt relativ viel Gras ist. Ja. Also ich denke mal, das ist hier eine gute Idee, hier zu Dingsen zu. Farm. Oh. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende Herrn Elf an dieser Stelle den Part. Nachdem ich mit ihm Fragmente vereine. Sehr gut. Okay, das will man zu schnell. So viel Zeit muss sein. Pegasus-Stiefel und los geht's. Ups. So, dann geht's hier den Leiter runter. Aufpassen, dass die ja nicht treffen. Und mal gucken. Rostroten Rubin. Okay.
Gut, dann werde ich jetzt den Part beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.